Mit den Briefen an die Kolosser und an die Epheser, die wahrscheinlich beide nicht von Paulus stammen, liegen uns schon Schriften vor, die sich der Figur des Paulus bedienen, als sei er der Held des Evangeliums, der Held der Verkündigung. Aber im Grunde ist er hier sehr viel mehr Missionar als Theologe. Oder wenn Theologe, dann dient er als Initialzündung für eine neue theologische Überlegung. Im Brief an die Epheser tritt das klar hervor, wo alle möglichen Themen aufgegriffen werden, über die wir auch in Paulus' Briefen lesen können, die hier aber völlig anders weiterentwickelt werden. Paulus' Denkansatz funktioniert hier, würde ich sagen, als Initialzündung. In den Pastoralbriefen ist dann schon fast nichts mehr von der paulinischen Theologie übrig, und dennoch bleibt Paulus die grundlegende Autorität der apostolischen Überlieferung. Er ist es, der die richtige Tradition an Timotheus und Titus weitergibt. Eigentlich ist er die grundlegende Autorität, auf die sich andere beziehen. Aus der Art und Weise, wie die Briefe des Ignatius zwischen 110 und 120 die Briefe von Paulus zitieren, können wir ersehen, dass die eigentliche Theologie des Apostels Paulus als solche nie berücksichtigt wird. Immer handelt es sich um eine Reihe von Elementen, die aus dem Kontext der Briefe herausgelöst und in eine völlig andere Theologie integriert werden. Ich würde also sagen, das Urchristentum erkennt die Autorität und Bedeutung von Paulus an, um dann seine Legitimität in Frage zu stellen oder die theologischen Überlegungen anders weiterzutreiben. Erst die Schriften von Augustin sind ein Zeichen dafür, dass sich hier jemand für den theologischen Denkansatz von Paulus selbst interessiert. Interessanterweise gibt es im zweiten Brief von Petrus einen Passus, in dem davon gesprochen wird, wie kompliziert die Briefe des Paulus seien. Daran sehen Sie, dass Paulus' Briefe weitergereicht werden wie eine Schatztruhe, die niemand so recht öffnen mag, weil das alles im Grunde sehr kompliziert ist. Dieses Problem müssen wir uns klar vor Augen halten. Dass wir nämlich die Briefe des Paulus lesen, als ob es tatsächlich jene Briefe wären, die Paulus geschrieben hat. Doch eigentlich lesen wir die Briefe des Paulus in der Form, wie sie auf der Grundlage verschiedener Vorlagen des Korpus im 2. Jahrhundert abgeschrieben wurden. Der erste Korpus wird von Marcion erwähnt, der um das Jahr 140 herum in einer Schule in Rom wirkt und sich dann kurz darauf mit der christlichen Gemeinde überwirft. Er erwähnt einen Korpus von 10 Briefen. Marcion. Dieser Name mag vielen nicht bekannt sein, dennoch steht er für eine Schlüsselfigur in der Geschichte des Christentums. Marcion, der Sohn des Bischofs von Sinope in Kleinasien, lebte am Anfang des 2. Jahrhunderts. Nachdem er von der christlichen Kirche exkommuniziert wurde, hat er wohl seine eigene Kirche gegründet, die über 300 Jahre lang ausgesprochen einflussreich blieb. Tertullian zufolge habe sie sich bis in die letzten Winkel der Erde verbreitet. Marcion ist eine einzigartige Persönlichkeit und er ist von großer Bedeutung für das Christentum der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts. Er ist ein reicher Reeder aus Sinope, aus dem nördlichen Teil Kleinasiens am Schwarzen Meer. Er wird Christ und Paulus' Briefe erschließen ihm dabei das Christentum. Durch sie lernt er die christliche Identität und das Evangelium zu verstehen. Ist Marcion der Verleger von Paulus? Marcion befindet sich um 140 herum in Rom in einer Theologieschule, einer christlichen Schule, die aber nicht die einzige Theologieschule in Rom ist. Eine andere wird zur gleichen Zeit von Justin geleitet, eine dritte, auch zu dieser Zeit, von Valentinus. Wie kommt es, dass damals das Christentum, das doch noch so klein ist, drei verschiedene Schulen in Rom hatte? Diese drei Schulen sind im Grunde das Aufbrechen der Synthese, der großen Vereinigung, die Polycarp wahrscheinlich gegen 120 mit der Herausgabe der Evangelien bewirkt hat. Und ich sage immer wahrscheinlich, denn ich weiß, dass es darüber keinen Konsens unter den Bibelspezialisten gibt. Das hier ist meine ganz persönliche Meinung dazu.
Alle drei Schulen vertreten mehr oder minder radikal je eine der Strömungen des Urchristentums. Die Apostel finden wir in der Schule von Justin wieder, die Hellenisten in der Schule von Valentinus und die paulinische Strömung wird von der Schule des Marcion vertreten. Aber Marcion ist nicht in dem Sinne paulinisch, wie die Kirche es später sein wird. In seiner Art Paulinismus verkennt er das Menschsein Jesu. Er interessiert sich nur für dessen Gottheit. Marcion glaubte, dass nur ein Einziger die Botschaft Jesu wirklich verstanden habe, und das sei Paulus. Seiner Meinung nach hatten die Apostel überhaupt nichts begriffen. Er versuchte, seine These dadurch zu untermauern, indem er darauf verwies, dass Jesus mehrfach in den Evangelien Petrus und die anderen wie tumbe Toren behandelt hatte. Damit wollte er betonen, dass sie nichts begriffen hatten. E quindi quando gli apostoli hanno predicato a loro volta il Vangelo di Gesù e quando Marcion geht davon aus, dass die Apostel, als sie das Evangelium verkündet und die Predigten Jesu niedergeschrieben haben, gegen den Willen Jesu gehandelt haben. Er sagt auch, dass einige Juden, die Jesu Botschaft gefolgt sind, das nicht mit ganzem Herzen getan haben und somit dazu beitrugen, das wirklich Neue in Jesu Botschaft zu verschleiern. Jesus, der zum Himmel aufgefahren war, musste sich also Paulus noch einmal zu erkennen geben. Jesus hat Paulus berufen und er offenbart ihm noch einmal sein gesamtes Evangelium. Paulus versteht diese Botschaft dieses Mal richtig und stützt sich auf dieses Evangelium, um Gemeinden zu gründen und seine Briefe zu schreiben. Ed è il Vangelo che Paolo annuncia nella sua missione fondando delle comunità e scrivendo le sue lettere. Però che cosa succede? Doch was geschieht nach Paulus Tod? Laut Marcion haben die gleichen falschen Christen, also Christen, die noch dem Judentum verbunden waren, Paulus Briefe gefälscht. Sie haben Textstellen eingefügt, die den Gott, von dem Paulus spricht, dem Gott des Alten Testamentes gleichstellen sollten. Marcion glaubt also, dass die Briefe von Paulus, auf die die Kirchen sich damals stützten, gefälschte Texte waren. Und er sieht es als seine Aufgabe an, die authentischen Texte wiederherzustellen, indem er die Fälschungen, die von den sogenannten falschen Christen eingefügt worden waren, wieder beseitigt. Recuperare il testo autentico di Paolo, eliminando le falsificazioni che sarebbero state aggiunte dai cristiani giudaizzanti. Dabei stellt er die Briefe des Paulus und das Lukas-Evangelium in einem Band zusammen. Er ist also nicht der Herausgeber der Briefe des Paulus, sondern eher der Erfinder des Neuen Testaments. Er nennt das Kaine Diatheke, ein Wort, das von Jeremia stammt, das im Brief an die Hebräer vorkommt und Jeremia zitiert. Ich will diesen neuen Bund machen, dieses Neue Testament. Er benutzt für diese Zusammenstellung nur eines der Evangelien, obwohl alle Evangelien vereint waren, und 10 Briefe von Paulus. La présence de la théologie marcionite et surtout la présence de sa collection d'épîtres réduite. Die Theologie des Marcion, vor allem seine Briefsammlung, die er auf die Briefe des Paulus und das Lukas-Evangelium beschränkt hat, war sicherlich einer der Auslöser, weshalb die Kirchen sich der Frage widmeten, auf welche Schriften sie sich beziehen sollten. Die 4 Evangelien waren im Umlauf. Daneben noch weitere, die nicht in den Kanon eingingen, wobei reichlich apokryphe Schriften vorhanden waren. Was also tun mit diesem Schrifttum, wo doch bis dahin niemand daran gedacht hatte, einen Kanon zu erstellen? Das heißt doch, dass hier eine Art Grenze sichtbar wird, die um das Jahr 150 herum überschritten wurde. In dem Moment, wo es nicht mehr ausreichend jüdische Schriften als Bezugspunkte gibt, werden auch christliche Schriften als Grundlage herangezogen. Comme référence, mais qu'on s'appuie aussi sur des écrits chrétiens.
Allora, Marcione effettivamente con questa sua iniziativa. Marcion sagt ganz klar: Die wahre Botschaft Jesu findet sich nur im Lukas-Evangelium und in den 10 Paulusbriefen. Das war revolutionär. Bis dahin war niemand so weit gegangen, zu behaupten, dass Jesu wahre Botschaft nur in bestimmten Texten zu finden sei. Per dire che solo là si poteva incontrare la vera predicazione di Gesù. Und dann müssen wir natürlich wissen, dass Marcion, sowohl was das Lukas-Evangelium als auch die paulinischen Briefe betrifft, mit dem Rotstift durch die Texte ging, weil es alle Bezüge zum Gott des Alten Testaments herauszunehmen galt. Eigentlich haben Marcion und seine Schüler ihr ganzes Leben lang daran gesessen, einen bereinigten Kanon von Lukas und Paulus zu erstellen, einen von allen Bezügen zum Judentum bereinigten Kanon.